Moin moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer. Let's play LS17 Nordfriesisch Marshmap. Helfer J hat die Aufgabe erfolgreich beendet. Sehr schön, wollten wir jetzt gerade anfangen hier mit dem schönen Gerät. Kriegen wir die Meldung, dass unser Düngerstreuer fertig ist. Wir müssen, haben noch ein Feld zu düngen. Und hier müssen wir einmal rundherum einfahren. Aber die Kurse, die habe ich leider nicht mehr. So, also Kursaufzeichnung beginnen. Hier in der Ecke. Einmal rundherum ums Feld. Das Feld, das ist ein Grasfeld, das kann man, das erkennt er so sonst nicht. Daher heizen wir einmal schnell rundherum. Inzwischen klappen wir das schon mal aus. Mist. Kursabzeichnung beenden, Kurs löschen. Das war so unintelligent, den auszuklappen. Alle Achtung. Naja, fahren wir den gleichen Weg nochmal ab. Also wieder zurück. Es gibt den doch auch noch mit einer größeren Motorausführung, oder? Kann man den nicht bei unserer Werkstatt aufrüsten? Es wird vielleicht 30.000, 40.000 kosten. Aber dann hätten wir den denn schnell. Tja, ne? Das machen wir mal. Das Geld ist es mir wert. Wenn das funktioniert. Dass wir dem einen ordentlichen Motor verpassen. So, einmal zur Werkstatt. Konfigurieren. Ja, hier Anhängerkupplung. Könnten wir machen. Anhängervorrichtung. Ja, also dann könnten wir sozusagen direkt einen Sammelwagen hinten ranhängen. So, 55.000 kostet die extra Leistung, aber der ist viel, viel schneller. Der fährt 75 km/h. Rad-Setup, Auto-Hubs. 870, 865. Dann nehmen wir die 865, die hatten wir ja auch bisher, ne? Ich weiß nicht, was die Auto-Hubs sind. Die sind ein bisschen breiter scheinbar noch. Design, Warnlicht, Lichtleiste, Standard. Egal, wir geben nochmal 55.000 aus, um das Gerät ein bisschen zu modifizieren. Dann reparieren wir den nochmal für den Rest. Also wie neu. Ups. So, jetzt haben wir hier oben so eine komische Lichtleuchte drauf. Okay, aber wir werden sehen gleich, diese Zeit, die wir jetzt gerade investiert haben, wird sich auf jeden Fall lohnen, den Krone GTX M nochmal abzudaten. So, also fangen wir wieder an. Von hier Kursaufzeichnung beginnen. Weil wir haben ja noch mehr Felder, die wir ernten wollen. Und wenn wir dann hier so schnell rumheizen können, macht das ja Sinn, ne? So, einmal Stopp, einmal hier rum. Leider fahren wir jetzt beim ersten Mal relativ viel platt. Sorry. Aber den, ne, den Weg haben wir dann ja. Muss nur daran denken, den Kursplay jetzt zu behalten. Und wir benennen das dann einfach Grasfeld 1. So, stoppen. Speichern unter. Immer nicht schreiben, ne? Immer noch mal reinklicken. Grasfeld 1. So, einmal ausklappen das Gerät. Sagen wir gleich mal Bahnversatz. Nein, brauchen wir alles nicht. Den hier. So, Arbeitsbreite Einstellung ist richtig. Feldrangkurs aktuell geladener Kurs passt auch. Startecke ist dann. Wir sind jetzt im. Startecke ist im Süden und dann ganz im Osten, also Südosten. Wir starten Richtung Norden. Wir hätten gerne zwei Vorgewände.
Dann soll er den Kurs berechnen und Abfahrer einstellen. So, ich glaube, er fährt hoffentlich jetzt schon irgendwo längs. Fährt zu weit außen oder was macht er? Er mäht auf jeden Fall. Das ist die Hauptsache. So, weiter geht's. Den lassen wir mal ein bisschen Vorsprung. Dann fahren wir mit dem mal runter hier vom Feld. Ganz geschickt. Denn wir haben noch ein Feld, was noch gedüngt werden muss. In der Zwischenzeit fährt der Krone, sag mal, fährt der Krone Big M schon mal alleine ein bisschen vor. Danach könnten wir den Mensch, vielleicht auch nochmal den Schwader damit so einem Cosplay-Kurs rüberfahren lassen und wir sammeln dann selber eben das Gras ein. Das können wir auch noch machen. Das kriegen wir hin, ne? Bisschen was selber machen. Hier hätten wir eigentlich schon rechts gut rüberfahren können. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Na, vielleicht um zu sehen, ob der Big M vorne fährt. Und dann fehlt uns noch ein Traktor im Fuhrpark. Und die Palette müssen wir vom Feld sammeln. Dann kommt der Big M wieder. So, das Feld ist nämlich noch nicht gedüngt. Gut. Also wir noch einen Traktor kaufen. Bisher haben wir noch nicht so viele. Ne? Ein John Deere fehlt uns tatsächlich noch in der Reihe. Dann würde ich mir doch mal jetzt den John Deere gönnen. Den hier. Ist auch echt günstig. Oder den Class Xerion. Ist natürlich auch ein Megatraktor. Aber ich will lieber den. Oder der Xerion ist schneller, oder? Man kriegt den hier auch nicht schneller. Ich weiß nicht, den kriegen wir ein bisschen stärker, ne? Fronthydraulik. Radsetup. Radgewichte. Zwillingsbereifung Standard. Design Basic. GPS Starfire. Was auch immer das ist. Warning Sense. So. Full Option. Nehmen wir die Full Option oder was? 188.000. Gibt aber heute richtig Geld aus, ne? Einmal ein Upgrade für den Big M. Und einen neuen Traktor. So. Noch ein Frontgewicht dazu. Gibt es ein extra Gewicht für ihn? Nö, den nehmen wir. Ein Standardgewicht hier. Passt schon. So. Neuer Traktor. Unser Fuhrpark ist wieder erweitert, weil den wollen wir gleich zum Sammeln benutzen. Der ist ja schön schnell. Bereiten wir hier schon mal vor. Und den anderen nutzen wir nur für einen weiteren Cosplay-Kurs. Dann müssen wir die hier nämlich nicht wegsammeln. Den auch nicht. Guck, und der ist jetzt gleich ein zweites Mal rundherum. Der Helfer hier macht ganz gute Arbeit. Und da ist unser neuer. Noch einen saftigen Traktor-Sound. Das sieht ein bisschen albern aus mit dem Frontgewicht vorne. Wieso hängt das denn so komisch? Weil wir die Fronthydraulik genommen haben, kann das sein. Dass das Gewicht so ein bisschen komisch hängt. Da habe ich ein falsches Gewicht ausgewählt. Das ist ein recht umfangreicher. Man kann bei dem IC sozusagen, man kann da die Türen aufmachen, hinten die Scheibe aufmachen, all so einen komischen Krams. Ganz cool eigentlich. Das zeige ich vielleicht ein anderes Mal.
Wir müssen sehen, dass wir den aufs Feld kriegen. Brauchen den Schwader. Ja, der erste John Deere im Einsatz. Ist auch schick, oder? Bei uns hier im Single Let's Play. Der arbeitet natürlich nicht besonders gründlich hier, ne? Wir lassen den Big M jetzt einfach mal vorarbeiten, bis das Feld hier zu Ende gearbeitet ist, glaube ich. Das macht wahrscheinlich Sinn. Dann können wir den nämlich zum nächsten Feld umsetzen. Und dann fangen wir mit dem hier an. Der kriegt nämlich dann das Gleiche. Also wir würden hier auf Feldarbeit umsetzen. Sagen, wir laden Feldrandkurs 1, nein, Feld 2, Feld 15, 20 haben wir hier drinne. Ne, warte mal, genau, wir laden Grasfeld 1. Und dann sagen wir Arbeitsbreite, viel, 19,5 Meter. Startecke ist auch hier wieder Südost. Und wir starten Richtung Norden. Machen ein Vorgewende. Oh oh. Warte, wir versuchen die Palette mal wegzunehmen hier. Der hängt im Boden fest oder so, ne? Oh oh, das Spiel stürzt ab. Wo hätten wir denn den Sammler eigentlich jetzt stehen gelassen? Bei Edeka, meine ich. Da steht ja nicht so weit weg. Mach mal ab aufs Feld mit dir. Wir brauchen die Rettung hier. Der kann uns die Palette mal wegsammeln. Jetzt hat er sich vorbeigeruppt. Wir werden jetzt eine ganze Reihe von diesen Grasfeldern so einfahren. Wir machen mal eine große Grasernte. Hatten wir bisher immer nur so eine Kleinkrams gemacht. Wir wollen jetzt mal ein paar mehr Felder hier verarbeiten. Schön mit Kursplay-Hilfe das alles einmal schön speichern. Hier vorne Grasfeld 1. Das hier wird gleich Grasfeld 2. Und dann machen wir vielleicht noch Grasfeld 3 und vielleicht noch 4. Das erste sammeln wir direkt ein. Das ist nämlich ganz praktisch eigentlich. Wenn wir es einsammeln, können wir es auch direkt reinkippen in den Stall oder hier auch in die Mischfutterfabrik reinkippen. So, wo ist die böse Palette? So, weg ist sie. Fahren wir damit erstmal auf den Hof. Eine Palette für schlechte Zeiten. Auf dem Hof kann man sie natürlich nicht gebrauchen. So, stopp. Mit dem schon mal ein Stück weiterfahren Richtung Feld. Vielleicht können wir eigentlich schon mal die erste Grasladung fertig sammeln. So zumindest die Mischfutterfabrik, dass die möglichst schnell auch wieder anfängt zu laufen. Ich glaube nämlich ein Vorgewende, das würde der jetzt schon machen eigentlich, ne? Ja, nochmal hier in Großaufnahme. Unser Neuerwerb heute, ein schöner John Deere Traktor. Das Frontgewicht lassen wir jetzt mal draußen vor, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber ansonsten sieht der Traktor gut aus. So, haben wir gemacht. Würde ich sagen, können wir einen Abfahrer einstellen. Fährt er nicht runter. Hat die Aufgabe erledigt. Da ist noch gar nicht angefangen. Da fängt auch der so komisch an der Ecke hier. Ja, wir haben den Startpunkt auf dem Feld natürlich auch echt schwierig gesetzt. Ist nicht so einfach zum Hinkommen, glaube ich.
So, Abfahrer einstellen und jetzt mal gucken. Kann ich sofort immer seine Aufgabe erledigt haben hier eigentlich. Das ist ja auch falsch, Arbeitsbreite. Gerade eben war sie doch richtig. Was macht er denn jetzt? Steckt er im Verkehr fest? Warum? Also das funktioniert noch nicht so gut hier. Hier haben wir ein bisschen Stau verursacht. Jetzt sind wir selber dran schuld. So, was macht er denn jetzt? Unser schöner Neuerwerb hier, der John Deere. Zeig mal, was du kannst. Fahr aus und fahr los. Klapp aus und fahr los, so meine ich. Ja, die Grasfelder sind auch ein bisschen klein für so riesen Arbeitsgeräte, das stimmt. Jetzt fährt er hier immer schön im Kreis. Immer ums Schild herum. Macht er das jetzt mehrfach? Macht sie es mehrfach? Mädel, was machst du? Keine Ahnung. Vielleicht? Ja, das macht ja keinen Sinn so. Abfahrer entlassen. Kursbeginn am ersten Wegpunkt. So, ausklappen. Natürlich echt ein bisschen knapp bemessen ist. Ich weiß gar nicht, fällt der jetzt hier außen anfangen? Der Big M hat mittendrin angefangen irgendwie, ne? So, das geht ja nie gut. Aufgrund der Bäume hier an der Seite, ne? Kann das gar nicht gut gehen. Gut. Ist ja auch egal, oder? War ja ein Versuch wert. Wir machen das selbst. Ich habe es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Wir sind zu weit außen. Wir sind viel zu weit außen. Würde ich aber sagen, ist eine Sache, die wir dann morgen erledigen. Denn für heute soll es das gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und ihr unterstützt mich mit einem Like und bleibt dabei. Bis morgen und tschüss.